Brücken bauen. Durch Mats, Missionare auf Zeit, in die Welt. Dafür sind wir hier. Ich möchte auf dem Katholikentag Brücken bauen zu anderen Kulturen. Ich bin Referentin für Freiwilligendienste beim DPSG und gebe hier viel Auskunft zu anderen Ländern und Kulturen und hoffe, den Leuten Geschmack darauf zu machen, einen Freiwilligendienst in einem anderen Land zu machen und sich zu trauen, eine andere Kultur kennenzulernen, reinzuschnuppern und einen Lerndienst zu machen. Wir möchten eine Brücke bauen hier auf dem Katholikentag und auch mit unserer Jahresaktion 2014 zwischen Menschen mit und ohne Behinderung und möchten eigentlich diese Brücken erbauen, dass man sich gegenseitig trifft und auch miteinander viel unternehmen kann, ohne dass man halt die Barrieren, die in den Köpfen noch herrschen, dass die halt abgebaut werden. Ich würde gerne eine Brücke bauen zu den Ländern, wo es besonders Krieg gibt im Augenblick, nach Syrien, aber auch in den Sudan hinein, sodass dort Frieden wird. Und ich möchte auch auf dieser Brücke viel hinüberbringen von uns, aber keine Waffen, sondern Menschlichkeit, Friedensmöglichkeiten, Nahrungsmittel, all das ist dort nötig. Auch wieder Aufbau der Länder, damit Frieden wird und der Krieg dort endlich zu Ende geht. Ich bin auch da, damit Brücke aufzubauen zwischen Deutschland und Afrika und in besonderer Weise mit Senegal. Brücke im Ausbildungsbereich, Landwirtschaftsbereich, aber vor allem in zusammen Arbeit und in Freundschaft, weil Freundschaft und Liebe sind die Basis der Brücke. Ohne Freundschaft, ohne Liebe, es gibt keine Brücke.